Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Fire Emblem The Arc Dragon and the Sword of Light. Ja, wir sind hier noch im 14. Kapitel. Das ist ja gar nicht so einfach. Denn wir müssen alle unsere Einheiten hier irgendwie vorbeiquetschen, um danach hier unten hinzukommen. Und ja, ihr seht schon, da gibt es ein paar kleine Probleme. Vor allem mit dem Heiler. Also da habe ich echt noch gar keine Idee, wie wir das lösen werden. Aber was ich weiß, ist, dass die Ork höchstwahrscheinlich gleich mal in Angriff übergehen wird. Nachdem ich ein Safe State gemacht habe. Ja, die sind wichtiger, als man glaubt. Silver, kill him. Ah, der hat ja schon... Ja, der wird down gemacht. Komm, Georg. Ja, easy, man. Kein Schaden. Doch, ein. Ah, nichts kann der hier. Easy. Ja, Georg ist aber auch schon weiterentwickelt. Von daher ist es logisch, dass die was drauf hat. Wir haben gerade mal Defense 13. Ja, ich glaube, Doga hat, glaube ich, mit 12 oder so schon angefangen. Also Defense kriegt er irgendwie nicht sonderlich viel dazu. Ja, schade eigentlich. Defense ist wichtig. So, danach geht er hier mal hier hin. Kashin werden die sowieso nicht angreifen. So, ich werde jetzt Marv früher spielen als Wendel, weil wie gesagt, ich will mit Marv unbedingt das Dorf abchecken. Ja gut, die einzige Möglichkeit, den Heiler da durchzubekommen, ist, die gegnerischen Soldaten alle umzuhauen. Dann kann der Heiler vorbei. Na, was macht er? Okay. Er greift. Wer ist es? Abel? Ich glaube schon. Und Marv? Ist der behindert? Boah, Marv hat schön 4 KP und weicht erstmal aus. Oh doch, Kashi wird tatsächlich angegriffen. Mhm. Und macht die auch richtig kalt. Alter, der ist ja voll... Nice. Alter Kashi, Mann. Seit wann ist der so gut? Wusste ich ja gar nicht. Ja gut, Kashi, wenn du hier so abgehst, dann warte mal. Dann kannst du doch sicherlich auch den anderen Kollegen da umnieten, oder? Schauen wir mal. Ja, auf jeden Fall eine sehr gute Sache. Ich würde es auch selber bevorzugen, ehrlich gesagt. Also, weg mit dem Typen. Bam, nice. Er killt ihn tatsächlich. Schöne Sache, Kashin. Ja, der ist echt, der wird sehr gut werden, wenn er weiterentwickelt ist. Hat auch Level 10 mittlerweile. Okay, noch einen Bogenheini haben wir. Der ist aber sogar schon, nee, der ist nicht geschwächt. Trotzdem bin ich mir sehr sicher, dass Georg ihn auf jeden Fall den Garaus machen wird, ja. Okay, ich greife jetzt mal nicht mit Silber, sondern mit Stil an. Das sollte auf jeden Fall auch ausreichen. Oder Georg? Nee, reicht nicht aus. Na, dann halt nicht. Dann stirbt er halt erst nächste Runde. Aber ich muss ein bisschen sorgsamer mit den Silbersachen umgehen. Ich habe da nicht so viele. Luck plus 1. Ja, komm, ein einziger Wert wird erhöht. Ist wieder so typisch. Oh Mann. Das Spiel verarscht mich doch. Ja, schön ist, dass die mittlerweile hier einigermaßen gute Verteidigung haben, alle. Das ist sehr angenehm. Ich glaube, sie hier ist richtig schlecht, oder? Boah, Speed 12. Alter, die ist eigentlich so gut. Defense 8. Die ist echt sehr, sehr gut. Aber das Problem ist, ich habe sie nicht genommen. Ich weiß nicht, wieso ich sie nicht genommen habe. Pegasus, sie sind so geil und vor allem, sie ist quasi so eine Art Lord, ja? Und Lords sind immer die stärksten Einheiten in einem Fire Emblem Game. Die ist richtig gut. Ich habe die ja in Fire Emblem 12, also Fire Emblem Shadow Dragon, habe ich die. Und da ist sie so gut. Das ärgert mich jetzt im Nachhinein sehr. Dass ich sie nicht genommen habe.
Naja, kann man nichts machen, ne? Außer den Zug zu beenden. So, was macht der kleine Gegner Schlingel? Na, er berechnet noch. Oh, er macht gar nichts. Okay. Das heißt, der Gegner ist wieder in seiner verzweifelten Phase. Das ist eine sehr schöne Nachricht, ja? Wenn der Gegner nichts macht, danach ist es immer gut. Okay. Ja, ich schaue schon mal, dass ich hier unten mit den ersten Einheiten schon direkt durchgehe. Ich meine, ja, der hat jetzt hier 8 KP verloren, aber mein Gott, ist jetzt auch nicht so krass. Dann, ja, schaue ich mal, dass ich jetzt mit Marv dem Dorf näher komme. Ich hoffe, da ist ein Dieb drin, das wäre so geil. Vielleicht ist da sogar auch schon ein Assassine drin. Das ist die Weiterentwicklung von einem Dieb. Das wäre das Geilste. Das wäre echt richtig gut. Okay, dann werde ich mal Marv nach vorne bewegen. Ja, sieht gut aus. Wahrscheinlich kommt Kashin leider nicht bis vor zu Georg. Nee. Ja komm, Georg, dann bring's halt zu Ende. Kriegt sie halt das Level ab, aber ja. Ich meine, sie kann ja ruhig auch mal ein Level abkriegen. Also was heißt, sie kriegt halt die Erfahrungspunkte. Ich glaube, sie hatte gerade erst ein Level ab, oder? Ja, hatte sie auch. Aber sie kann ja auch gerne hochgelevelt werden, ne? Okay, das sieht doch sehr, sehr gut aus. Jetzt haben wir erstmal die ganzen Bogeneinheiten da besiegt. Der Heiler ist noch da, aber der stört uns ja eigentlich überhaupt nicht. Ja, an sich ist das Kapitel echt gar nicht lang, aber weil die Map so riesig ist, ist das Kapitel so lang. Die Map ist echt unglaublich groß. So, bevor ich jetzt den Heiler setze, mache ich ein Safe State. Man weiß nie, was passiert in diesem Spiel. Es ist fies ohne Ende. So. Schauen wir mal. Oh, da waren Pegasus-Einheiten. Das habe ich gar nicht gesehen, zum Beispiel. Wo kommen die denn her? Oh, shit. Uguma. Ja, Mann, Uguma. Alter, Uguma, mach die richtig weg hier. Was sind das für Lappen, ey? Bam, weggeschlitzt. Ja, so muss es sein, ne, Uguma? Level 12, Uguma. Waffenlevel, Speed und Luck und HP. Nice. Ja, Uguma hat mittlerweile auch schon sehr viel HP. Sehr angenehm ist das. Ja, Uguma ist echt eine unserer besten Einheiten geworden. Das ist sehr schön. Ah, 7 Damage. Ja, haut schon rein, der Pegasus-Ritter. Aber ich hau noch mehr rein. Mit 2x14 und sagenumwobenen 28 Schaden. Nice. Dann würde ich sagen, ab ins Dorf mit dem Marv und visit. Ah, du bist also Prinz Marv von Aritia. Ich habe eine Bitte. Dieser Turm... Was heißt ein Turm? Oh, Alter. Ja, okay, irgendwas ist mit Himmler. Das war, glaube ich... Himmler war doch der eine Bossgegner. Himmler... Halt des Volles Orden. Okay, also Himmler hat irgendwas versteckt und das gibt er uns jetzt irgendwie. Und wir sollen Nina beschützen. Okay, und wir sollen ihn entschuldigen, er verpisst sich nämlich jetzt. Was haben wir denn bekommen? Oh, Tyrone, das ist der stärkste Zauber im Spiel wahrscheinlich. Das ist schön. Also ich weiß nicht, ob es schon damals legendäre Waffen gibt, gab, aber... Wenn nicht, ist Tyrone tatsächlich der stärkste Zauber, ja. Den gibt's auch in neuem Super Smash Bros. Und zwar kann man da ja Darain bzw. Robin spielen. Und ja, der hat auch verschiedene Blitzzauber auf Lager und kann die auch aufladen, ja. Und die stärkste Stufe ist da auch der Tyrone.
Also zuerst kommt halt der normale Donner, dann kommt der Elfendonner, dann kommt der Arkusdonner und dann kommt der Tyrone. Also mit dem Zauber sind wir sehr gut dabei. Die kriegt danach die weiterentwickelte Merrick, beziehungsweise der weiterentwickelte Merrick. Ist immer noch ein Männchen. Ja, ich glaube, sie hier hat echt nicht so viel mit zu melden in dem Kapitel, weil sie einfach zu schwach ist, ja? Wäre sie stark gewesen, hätte sie hier alle weghauen können. Die ganzen Idioten hier. Aber, ja, Level 1. Das ist einfach nur blöd. Na gut, ärgern wir uns nicht weiter. Ja, sondern gehen weiter nach vorne. Jetzt haben wir endlich mal unsere Einheiten so einigermaßen auf die andere Seite gebracht. Ja, ihr seht schon, Uguma habe ich jetzt nicht weggenommen. Und zwar will ich den ganz gerne noch heilen, bevor er weitergeht. Weil der hat jetzt schon einiges kassiert. Von daher müssen wir da ein bisschen aufpassen. Oh, da ist noch einer. Hä, wo kommen die denn her? Hä, die war doch gerade eben nicht da. Da bin ich irgendwie behindert. Oh Gott, scheiße, ey. Uguma, der darf nicht abkratzen. Er muss beim nächsten Mal unbedingt ausweichen, ansonsten ist er down. Und mein Silberschwert ist kaputt gegangen, das ist auch nicht so geil. Oh oh. Bitte Uguma, bitte. Ansonsten muss ich ein Safe State laden. Please. Boah, das gibt's doch nicht. Ah, Mann. Okay, wo ist das jetzt hier? Okay, das ist noch davor. Alles klar. Ja gut, das kennen wir jetzt schon. Jetzt kommen da die Pegasus-Reiter. Das ist echt sehr fies, muss ich sagen. Die erscheinen und verschwinden direkt wieder. Also, nein, das heißt, die erscheinen und greifen direkt an. Und ja, damit rechnet man halt nicht. Ist ja logisch, man sieht sie ja nicht. Und ich dachte, die beiden sind besiegt und damit ist fertig. Ist es aber nicht. Und deswegen haben die mich da richtig hart genatzt. Ja, come on, Alter. Vorhin hatten wir 4 Werte oder so bekommen und jetzt haben wir einen einzigen Wert bekommen. Hä? Enemy healed? Was für ein Enemy wurde denn gerade geheilt? War das ein Bug? Keine Ahnung. Ja, das tut mir jetzt leid, dass wir das alles nochmal machen müssen. Allerdings, ja. Wie gesagt, die Typen da unten sind halt sehr, sehr fies. So, Player. Endlich bin ich wieder am Zug und kann hier ein bisschen was machen. Habe ich hier jetzt schon gevisitet oder nicht? Ich glaube nicht, ne? Visit, ja, bla 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 bla. Kennen wir dein Gelaber? Ja, shut up. So, Sword. Okay. Damit haben wir jetzt auch unseren Tyrone wieder. Und ich werde Uguma nach oben setzen, weil er halt schon leicht angeschlagen ist. Und stattdessen geht Banutu nach unten. Die erscheinen hier in der Ecke, ne? Boah, wehe, die erreichen mich, ey. Wehe, Mann. Erstmal noch ein Safe State machen, aber ich glaube, wenn, dann wäre es eh schon zu spät. Ja, das hat der Nachteil an Pegasus-Einheiten, wenn ich sie als Gegner habe. Ich kann sie nicht abwehren. Ja, beziehungsweise ich kann sie abwehren, aber sie haben ein extrem großes, eine extrem große Reichweite. Das ist echt, ja, schlecht, was uns zum Verhängnis werden kann. Aber deswegen ist ja auch Kashim hier, oder Georg. Und zwar können die beiden Pegasus wahrscheinlich one-hitten. Beziehungsweise one-shooten, ne? Weil das sind halt die Shooter. Dann sind sie extrem OP gegenüber den Pegasus-Einheiten. Okay, schauen wir mal. Ich hoffe, jetzt wird niemand sterben. Okay, sie können mich nicht angreifen. Das ist schön.
Kabelmann. Ausgewichen. Bam, in deine Fresse. Und mach gleich nochmal. Weil zu cool ist. Gute Sache, Abel. Hä? Der macht einfach immer eine Heilung, obwohl gar keiner geheilt werden muss. Kein Sinn? Ja, okay, der macht eh keinen Schaden. Oh, doch, ein Schaden. Das ist eine Eisenlanze. Erstaunlich. Ja, der darf sogar zweimal angreifen. Ja, Pegasi haben leider auch sehr viel Geschwindigkeit. Ist der jetzt wieder hier voll geheilt? Ja. Das heißt, der kann über weite Sachen... Ah, der hat dieses Reserve. Und dieses Reserve kann also über mehrere Strecken weit heilen. Ja gut, dann macht's natürlich schon Sinn. Ich habe mich nämlich auch schon sehr gewundert. Warum er die ganze Zeit geheilt hat. Gut, auf jeden Fall ist der Tipp down. Ja, aber klar. Also wie gesagt, Bogenschützen sind hier echt richtig krass im Vorteil gegen die. Also ja, ihr merkt schon, die haben hier irgendwie nicht so wirklich Chance gegen die Bogen-Typen. Allerdings gegen alle anderen schon, ne? Javelins und nochmal ein Safe. Safe State, please. Ja, ich muss sagen, wir haben heute leider nicht allzu viel geschafft in dem Part. Ja, das Kapitel ist C. Nice. Nice. Na, da kommen jetzt halt auch Einheiten nach, mit denen habe ich überhaupt nicht gerechnet. Ja. Also mal schauen, was da noch draus wird. Ich werde natürlich nochmal 1-2 Züge machen. Allerdings war das dann auch schon wieder. So, Wendel heilt hier ein bisschen. Der hat ja zum Glück auch die Skills zum Heiler. Marv chillt wie immer ganz hinten, weil der halt richtig überpowered ist einfach. Ja, es wäre schon ziemlich geil, wenn ich diesen Heiler irgendwie töten könnte. Aber der ist zu weit weg und niemand kommt rein. Auch mein Pegasus kann nicht über die Wände drüber fliegen. Tja, so ist das. Dann würde ich sagen, end. So, kommen nochmal neue Einheiten nach. Ja. Da sind sie erschienen. Vor allem, da sind ja nicht mal Festungen oder so, ne? Das ist echt ganz schön dreist. Erscheinen einfach so da 10.000 Pegasi-Einheiten. Jetzt kommt der Heiler wahrscheinlich wieder. Okay, ein Skill, ein Weapon Level, ein Speed, ein HP. Schöne Werte. Ich hoffe, ich muss nicht resetten. Okay, er geht auf Doga. Vielleicht weicht Doga ja aus. Nö. Aber ein Schaden jucken den sowieso nicht. Die 10 jucken ihn allerdings mehr. Dragon? Das ist doch kein Dragon, das ist ein Pegasus. Ritter. Okay, wir sind... Das heißt, die Teile sind außerhalb von der Range des Heilers, deswegen heilt er gerade nicht. Ziemlich nice. So, du machst mal einen Abgang, bitte. Und dafür kommt Kashim, ja, weil... Ihr habt ja gesehen... Der geht ab wie sonst was. Was mache ich das jetzt? Auf jeden Fall wird jede Runde auf jeden Fall einer von diesen Bogenschützen angreifen. Weil damit haben wir einen Safe Kill und den brauchen wir. So, sehr schön. Ja, ich will ja eigentlich lieber Kashim leveln als sie hier, weil sie ist halt schon Sniper, also weiterentwickelt. Und der liebe Kashim hat nicht. Also vielleicht kommen da ja noch ein paar Einheiten nach. Vielleicht haben wir ja Glück. Kann ja sein. Gut, Wendel, du heilst wieder, wie immer. Und zwar ihn hier. 10 HP heilt er. Okay. Damit haben wir jetzt wieder 26 von 29. Marv hat 35 oder so, ne? 36 sogar.
Kashin zieht nach vorne. Und Doga kann eigentlich hier in den Wald gehen und mal so richtig hart mit der Silberlanze. Ich versuch's mit der Silberlanze, weil wir brauchen halt echt Schaden. Bam. Kill him. 14. Oh, down. Nice. Ja, da haut ja richtig rein, der gute Doga. Und dafür kriegt er auch kein Level-Up. Schade. Aber der hat auch schon Level 14, von daher... Ja. Braucht er ja auch nicht unbedingt noch eins. Natürlich, er kann sehr gerne welche eins bekommen. Aber es ist jetzt nicht essentiell wichtig, sagen wir es so. So, nächste Runde kann ich Uguma auch wieder nach vorne stellen. Der hat ja ein bisschen kassiert, aber jetzt ist er wieder bereit zum Kämpfen. Na, kommen noch ein paar Einheiten. Ja, okay, es wird angegriffen Georg. Das ist eigentlich logisch, weil Georg kann sich nicht wehren und der Typ fühlt sich cool. Allerdings erreicht er nichts. Tja, Pech gehabt. Und Doga wird angegriffen. Jo, ein Schaden. Krass, ich mach 14. Ist ein bisschen besser meiner Meinung nach. Vor allem, weil Banuto nächste Runde den Kerl erledigen wird. Gut, aber ich habe schon gesagt, beim nächsten Mal. Deswegen, der Part ist leider vorbei. Wir hängen immer noch hier oben fest. Ja, es kommen hier die Einheiten nach. Damit hatte ich nicht gerechnet. Aber trotzdem macht sehr viel Spaß gerade. Beim nächsten Mal gibt es da noch mehr davon. Wenn es euch gefallen hat, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben sehr freuen. Und beim nächsten Mal schauen wir dann weiter. Ja, G-Oil wird auf jeden Fall noch von unserer Hand durchbohrt werden. Bis zum nächsten Mal. Ciao.